Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einer Halloween-Verpackung, auch von den Farben, ja, ein bisschen knalliger mit Amethyst und Limette. Ja, es sieht erstmal aus wie eine normale, ich sag mal, Matchbox oder ähnliches, aber die hat so einen besonderen Effekt, und zwar hier eine Spinne. Na, meine Kamera will sie gerade nicht scharf stellen. Und wenn ich jetzt an dieser kleinen süßen Spinne ziehe, kommt oben ein Teil der Schachtel raus. Ist doch genial, oder? Also ich hatte diese Idee, habe es versucht umzusetzen und war total happy mit dem Ergebnis. Ja, und wie das Ganze gemacht wird, das möchte ich jetzt gerne in diesem Videotutorial zeigen. Dazu benötige ich einmal Farbkarton in Amethyst mit den Maßen 14,8 x 18,3 cm. Und da wird jetzt rundherum gefalzt bei etwas krummen Maßen, und zwar 1,9 und 3,9 cm. Die 1,9 falze ich zu der Seite rüber, da ich dann mehr Anlagefläche habe als hier. Da wird das so kippeln. Und deshalb mache ich jetzt erst einmal komplett rundherum die 1,9. Und dann kann ich jetzt nämlich zu der anderen Seite rüber einmal rundherum die 3,9 cm falzen. So. Bevor ich das jetzt weglege, kümmere ich mich auch einmal direkt um die Banderole. Dafür habe ich jetzt Limette-Farbkarton mit den Maßen 20,2 x 10,5 cm genommen. Und der wird gefalzt bei 2 cm. Das mache ich auch einmal hier zu der schmalen Seite rüber, drehe das Ganze jetzt. Also hier habe ich meine 2 cm Falz. Schiebe weiter zu 9,1 cm. 11,2 cm. Und jetzt muss ich einmal ausklappen. 18,3 cm. So. Dann knicke ich hier die Falzlinien jetzt einmal alle nach. Und jetzt wird ein bisschen zurechtgeschnitten. Und zwar schneide ich jetzt auf der kurzen Seite an der zweiten Falzlinie über zwei Falzlinien hier rein. Auf der langen Seite nur eine. So, gleich macht das Ganze auch Sinn. Dass die Falzlinie so weg ist. Dann schaut das Ganze so aus. Das wird meine Klebelasche. Und das mache ich jetzt auf allen vier Seiten. Dann kann ich die Schachtel auch schon zusammenkleben. Und dann klebe ich diese Laschen
jetzt nach innen. Daher auch das krumme Falzmaß. Das sind 2 cm und das hier nur 1,9, damit sich das problemlos hier reinfalzen lässt, ohne dass das dann unten am Boden anstößt. Das hat jetzt den Vorteil, zum einen, man sieht von innen auch die Klebelaschen nicht mehr und die Seitenwände werden deutlich stabiler. So, dann benötige ich Farbkarton in Schwarz mit den Maßen 6,8 x 10,2 cm und in Flüsterweiß mit den Maßen 6,5 x 9,9 cm. Der hier wird jetzt bestempelt. Ich nehme hier mal Schmierpapier. Stempelkissen in Amethyst. Nehme ich jetzt den zweiten Abdruck. Schwupp. Dann brauche ich einmal meinen Stamperatus. Platziere mir hier einmal mein Papierchen und das Gekrussel war übrigens aus dem gleichen Stempelset, unheimlich lecker. Dann nehme ich jetzt auch einmal die Fledermäuse raus. Schau einmal, wo ich die ungefähr hinhaben möchte. So, die Stempelhülle lege ich mir jetzt einfach hier drunter. Ich gehe da gern noch ein zweites Mal drüber. Damit das ein richtig schön sattes Schwarz gibt. Dann habe ich auch den richtigen bestempelt. Jawohl. Nehme ich mir jetzt nochmal ein Reststück. Karton in Flüsterweiß, stempel die Fledermäuse dann nochmal drauf. So. Gibt es hier nämlich auch noch eine passende Stanze. Hier oben schneide ich jetzt mal ein bisschen den überschüssigen Rand ab, damit das hier reinpasst. Und hier wurde richtig schön mitgedacht. Die Stempel sind nämlich alle zusammen. Und damit kann ich die auch perfekt hier zusammen ausstanzen. Und die lege ich mir zur Seite. So, dann schauen wir einmal, ob das alles passt. Eine Lasche ist nur 1,9 cm hoch, die andere 2 cm. Die 1,9 cm kommen nach innen. So wird das Ganze zusammengesetzt. Sollte also genug Spiel haben, um sich zu bewegen. Wird aber noch nicht zusammengeklebt. Das ist wichtig. Hier klebe ich jetzt meinen schwarzen Aufleger drauf. So, dann kann auch dieser Aufleger da drauf. Darauf achten, dass der richtig rumgeklebt wird. Sonst fliegen die Fledermäuse alle auf dem Kopf. Habe ich doch glatt was vergessen. Ich hatte hier nämlich noch einen Teststempel.
drauf platziert. Das hole ich dann mal noch wacker nach. Oh, der ist schon so schön schwarz geworden, da muss ich nicht mal ein zweites Mal drüber gehen. Wunderbar. So, dann benötige ich mein Geodreieck, eine Unterlage, ein Papierlochwerkzeug oder ich habe jetzt hier meine richtig schön scharfe Buchbinderahle. Dann platziere ich mein Geodreieck hier von links nach rechts gesehen mittig und 1, 2, 3, ich hatte das jetzt auf Höhe 3,3 cm bei der anderen Schachtel gemacht. Also 3,3 cm hier von der limettefarbenen Kante aus und wie gesagt, das ist ja auch mittig platziert. Und Abstand von 1 cm piekse ich mir hier jetzt meine Löcher rein. Und hier müssen die auf die gleiche Höhe, auch mittig. Kann man hier auch noch mal schön sehen, wenn das hier anliegt, dass das passt. Hier auch mittig. Und ebenfalls im Abstand von 1 cm. Die Löcher reinpieken. Dann gibt es im neuen Katalog ja hier diesen niedlichen Spinnen. Die haben auch noch so einen Ring da dran. Den hatte ich jetzt allerdings abgemacht hier, weil das Band so dünn ist, dass die Spinne dann immer abgefallen ist durch diese schmale Rille, die in diesem Biegering sozusagen ist. So, dann fädel ich mein Band hier unten durch das Loch. Ich habe jetzt hier schwarzes Nähgarn genommen. Na, Vorführeffekt, ne? Will nicht. Bleib lieber an meinen Fingern hängen. So. Spinne auffädeln. Und Faden durch das andere Loch wieder zurück. Und auch hier durch. Dann jetzt den Faden großzügig mal da rausziehen. Schachtel wird zusammengeklebt. Ich mache dann einmal hier oben an die Kante Klebe und hier. Dann kann ich sicher sein, dass alles gut klebt, aber ich kein Klebe irgendwo übersteht. So. Dann die Schachtel hier so reinschieben, dass die Fäden hier unten zu sehen sind und die Schachtel an der richtigen Stelle ist. Also jetzt nicht, ich übertreibe ein bisschen hier oder hier noch rausguckt, sondern exakt da ist, wo sie auch nachher sein soll. So.
Das habe ich dann vorsichtshalber nochmal mit Tesafilm gesichert. Mag übertrieben sein, aber besser so, als sich hinterher ärgern. Wir können das jetzt auch noch einmal testen. Wir ziehen an der Spinne und die Schachtel kommt raus. Damit das von unten nicht so unschön aussieht, habe ich dann nochmal Farbkarton in Limette zurechtgeschnitten mit den Maßen 6,9 mal 10,5 cm. Und den klebe ich jetzt hier drüber. Lasse ich jetzt einfach mal die mittlere Fledermaus ein bisschen vorstehen. Indem ich die jetzt halt mit Dimensionals einfach nochmal darüber setze. Hier hatte ich das halt mit der oberen gemacht. Die anderen beiden hier, die werden schon nicht verkommen. Da wird bestimmt noch das ein oder andere für Halloween mit entstehen. Ja, und ach, ich muss nochmal machen. Ist das nicht herrlich? Ich bin so happy, dass das funktioniert hat. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.